Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video zu Apex Legends. Nachdem wir im letzten Video mal so ein bisschen darüber gesprochen haben, was man am besten nach der Landung tun sollte, wie man den Loot am besten priorisiert und so weiter und so fort, macht es meiner Meinung nach Sinn, auf jeden Fall mal darüber zu sprechen, wie man dann weitermachen sollte. Und zwar sprechen wir heute ein bisschen darüber, wie ihr lernen könnt, Waffen zu beherrschen und dadurch relativ schnell besser werdet in dem Spiel. Am meisten Sinn macht es zum Beispiel, sich einzelne Waffen rauszusuchen, hier zum Beispiel die Alternator, und diese Waffe dann so viel und so oft wie möglich zu spielen. Sofern man die Möglichkeit dazu hat, ich weiß, der Loot liegt nicht immer so, wie man ihn gerne hätte, das heißt, die Alternator wird jetzt nicht immer direkt beim Landepunkt sein, kann auch sein, dass da andere Waffen sind, aber ihr solltet auf jeden Fall versuchen, immer wieder so dasselbe Set zu bauen und mit dem erstmal zu spielen. Beispielsweise immer erstmal die nächsten 20, 30 Games R301 und von mir aus auch eine Mastiff oder so. Von mir aus auch statt der Mastiff ein Scharfschützengewehr, wie zum Beispiel die Triple Take. Das ist meiner Meinung nach mit einer der einfachsten zu spielenden Scharfschützengewehre in diesem Spiel. Gibt dazu auf jeden Fall mit Sicherheit irgendwann auch noch einen Guide oder beziehungsweise ein Ranking von mir, was so Waffen angeht und so weiter. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da irgendwann mal sowas kommt. Auf jeden Fall solltet ihr euch dahingehend erstmal eine Auswahl an Waffen raussuchen, die ihr gerne spielen wollt, wo ihr grundsätzlich das Interesse daran habt. Und dann versucht die so oft wie möglich zu spielen. Warum empfehle ich euch das? Das liegt einfach daran, dass ihr dadurch besser und schneller lernen könnt, wie das Rückstoßverhalten einzelner Waffen funktioniert. Bei den meisten Waffen ist es tatsächlich eher mehr der vertikale Rückstoß. Der horizontale ist auch vorhanden, aber nicht so stark ausgeprägt wie der vertikale. Das heißt, wenn ihr mit euren Waffen schießt, ziehen die in den 99% der Fällen auf jeden Fall irgendwie nach oben. Vielleicht ein bisschen mit Abweichung nach links, vielleicht auch ein bisschen nach rechts. Darüber werde ich auch nochmal ein Video machen. Auf jeden Fall ist es dadurch einfacher für euch, den Rückstoß eurer einzelnen Waffen, die ihr am Anfang versucht zu lernen, nachvollziehen zu können und dementsprechend gegenwirken zu können. Beispielsweise bei PC-Spielern, wenn ihr wisst, eure Alternator zieht in den meisten Fällen eher nur nach oben, vielleicht ein bisschen nach links oder rechts, könnt ihr schon mal allein dadurch euren Aim verbessern, indem ihr sagt, ihr versucht einfach mit der Maus gegenzuhalten, dass die Waffe nicht komplett nach oben zieht. Wir konzentrieren uns in diesem Video auf jeden Fall erstmal nur um die Waffenauswahl. Das ganze Thema Aiming, darüber mache ich nochmal ein separates Video, da kann man nämlich auch sehr viel zu sagen, aber das, liebe Freunde, ist eine andere Geschichte. Spaß beiseite, Freunde. Was auf jeden Fall wichtig ist für euch: Ihr solltet euch ein grobes Konzept überlegen, wie ihr durch diese Runde gehen wollt, beziehungsweise spielen wollt. Und zwar kann man natürlich sagen, ich möchte irgendwo tryhard landen mit anderen Squads und versuchen, so schnell wie möglich alle auszuschalten. Was ich meiner Meinung nach sogar empfehlen würde, nicht direkt mit 10 verschiedenen Squads vielleicht, aber so mit einem Gegner-Squad so, dass man zumindest schon mal im Early Game lernt, gegen andere Squads zu fighten, direkt auch im Kampf ist, dass Waffenhandling direkt zu beherrschen bzw. auszuprobieren und zu üben, ist natürlich ein bisschen schwierig, einhergehend damit immer dasselbe Waffenset zu spielen. Am Anfang werdet ihr, wie gesagt, nicht immer dieselbe Waffe finden, aber im Laufe des Spiels könnt ihr ja dann auch nochmal tauschen. So, aber um nochmal auf das Konzept zurückzukommen, ich sag jetzt mal, in den meisten Fällen wollt ihr ja versuchen, Champion zu werden. Natürlich gibt es auch Runden, in denen man einfach denkt, ich versuche jetzt einfach so viele Kills wie möglich zu machen und mache einfach einen komplett auf Aggro, geht natürlich auch, aber wenn ihr Rangliste beispielsweise spielt, wollt ihr natürlich so viele Punkte wie möglich haben, das heißt, nicht nur Kills zählen, sondern auch die Platzierung und dementsprechend wollt ihr eventuell auch in High Round reinkommen oder sogar Champion werden. Wenn ihr das wollt, müsst ihr euch vor Augen halten, dass der Ring ja immer kleiner wird. Das heißt, bis zu einem gewissen Punkt macht es Sinn, als Zweitwaffe ein Scharfschützengewehr zu nehmen, wie zum Beispiel die Triple Take, und als Hauptwaffe beispielsweise ein Sturmgewehr wie das R301 oder von mir aus auch eine MP wie die R99 oder von mir aus auch die Volt. Wenn ihr aber im Spielverlauf irgendwann an einem Punkt ankommt, wo der Kreis immer kleiner wird und ihr nur noch auf engstem Raum kämpft oder beispielsweise auch wisst, in diesem Kreis gibt es viele Gebäude, das heißt, ihr werdet hauptsächlich in einem Gebäude kämpfen, macht ein Scharfschützengewehr auf kurze Distanz mit verschiedenen Gebäuden und Türen null Sinn, meiner Meinung nach. Und dementsprechend empfehle ich euch, dieses Scharfschützengewehr dann auszutauschen mit einer beispielsweise Shotgun wie die Mastiff oder die IVA 8. Mastiff macht vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn. Ihr könnt auch eine zweite MP nehmen, dass wenn ihr einmal euer Magazin leer geschossen habt, was relativ schnell geht bei der R99 beispielsweise, dann könnt ihr nochmal auf ein Sturmgewehr oder eine andere MP wechseln und dementsprechend habt ihr halt noch ein zweites volles Magazin, was ihr dann in den Gegner pumpen könnt.
Shotgun bzw. Mastiff ist meiner Meinung nach ziemlich krass gerade. Dementsprechend empfehle ich euch das Ding auf jeden Fall am ehesten, weil ihr da auch nur zwei Aufsätze für braucht. Ein Visier und eine Halterung und dann war es das im Prinzip auch schon. Und diese lilane Halterung für eine Mastiff findet man eigentlich relativ schnell, wenn nicht sogar eine blaue. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass in den meisten Fällen sehr viele davon rumliegen. Das heißt, ihr findet relativ schnell eure Aufsätze für die Mastiff oder für die Eva, weil halt auch nicht so viel dafür benötigt wird. Wenn es dann tatsächlich dazu kommen sollte, dass ihr in High Round seid, mit einem relativ kleinen Kreis, mit vielen Gebäuden beispielsweise und so weiter, dann, wie gesagt, macht eine Shotgun am meisten Sinn, denn ihr habt dadurch auch die Möglichkeit, ein bisschen mit den Türen bzw. Öffnungen zu den Gebäuden zu spielen und auch natürlich mit Deckungen. Ihr könnt immer wieder einzelne Schüsse mit der Shotgun abgeben, euch hinter einer Deckung verstecken, wieder hervorschauen, schießen und so weiter und so fort. Oder von mir aus, nachdem euer Magazin geleert ist, versteckt ihr euch dann hinter einer Tür, könnt euch gegebenenfalls, wenn ihr irgendwie Schaden erleidet habt, mit Schild oder mit Leben, wie auch immer, einfach mal ein bisschen heilen. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, denn die Gegner haben, wie gesagt, die Möglichkeit auch, entweder die Türen einzutreten oder mit Granaten kaputt zu machen. Und es gibt auch eine Möglichkeit, Granaten durch eine Tür durchzuwerfen. Dazu kann ich auch auf jeden Fall noch ein Video machen, da wird es auf jeden Fall was zu geben. Das wird dann so ein Tipps und Tricks Video wahrscheinlich. Es gibt so eine gewisse Möglichkeit zu erkennen, wann eine Granate an der Tür abprallt und wann sie aber durchrollt, beziehungsweise durchgeworfen wird. Und das ist eigentlich gar nicht so uninteressant. Natürlich gibt es noch einige Waffen, die ich euch jetzt empfehlen würde, vor allen Dingen für Einsteiger und Leute, die Anfänger sind, beziehungsweise gerade dabei sind, das Spiel aktiver zu spielen. Bei den ganzen Sturmgewehren würde ich natürlich sagen, die R301 ist auf jeden Fall mit einer der am einfachsten zu handelnden Waffen von allen, die es da gibt. Bei den Maschinenpistolen wäre es die R99, Close Combat, und wenn man aus der Hüfte schießt, ist es relativ einfach, das ganze Magazin auf den Gegner zu bringen. Die Alternator macht mittlerweile seit dem letzten Update einen Schaden mehr pro Treffer, irgendwie 17 statt 16 waren das, glaube ich. Mit der ist es auf jeden Fall auch relativ einfach, weil das Rückstoßverhalten der Waffe relativ einfach zu lernen und relativ gleichbleibend ist, einfach nach oben, wie gesagt ein bisschen nach links und rechts, aber auch nur sehr wenig. Und mit der kann man auch auf mittlere Distanzen relativ gut Gegner treffen, ihr habt es glaube ich am Anfang im Gameplay gesehen. Dann gibt es noch die Volt MP, die ist meiner Meinung nach auch relativ laser, also die schießt halt im Prinzip einfach straight mit wenig Rückstoß. Je nach Aufsätzen, wie gesagt, ist es halt auch nochmal ein Unterschied. Dann bei den Scharfschützengewehren würde ich wie gesagt empfehlen die Triple Take, die hat eine hohe Schussfrequenz. Schießt, wenn man die Schüsse nicht auflädt, drei Schüsse gleichzeitig. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass einer von denen trifft, ist höher, als wenn man einen aufgeladenen schießt. Bei den Shotguns würde ich die Mastiff empfehlen. Die Eva ist auch nicht schlecht. Mastiff meiner Meinung nach ein Ticken besser. Viel mehr braucht man eigentlich nicht sagen. Ist meiner Meinung nach aktuell relativ stark. Sehr stark sogar. Ich verliere mit einer R99, wenn ich ein ganzes Magazin draufballer, weil der Gegner zweimal mit der Mastiff in Kopfhöhe schießt und ich bin halt einfach weg. LMGs würde ich die Spitfire empfehlen, die hat sehr krasse Magazingrößen, mit der kann man richtig gut reinballern. Gerade für Konsolenspieler mit ein bisschen Aim Assist, ich habe damals auf der PlayStation 4 Apex gespielt, deswegen weiß ich wovon ich spreche, war die Spitfire für mich sehr einsteigerfreundlich, wegen der hohen oder großen Magazingröße und dem Aim Assist konnte man die Gegner immer ganz gut wegholen. Bei den Pistolen, puh, Freunde, Pistolen in Apex Legends, das ist so eine Sache. Es gibt kranke Leute da draußen, die mit der P2020 komplett rasieren. Ich gehöre nicht dazu, leider. Und ich bin auch kein Freund von der Wingman. Ich weiß, die ist mega stark, die wurde tausendmal genervt und die ist immer noch mega stark. Aber unter einer Voraussetzung, wenn man mit den Schüssen trifft. Ich treffe nicht mit denen und dementsprechend empfehle ich euch die auch nicht, weil ich kack mit der komplett rein. Also ich treffe mit der einfach nichts. Ich schieße alles daneben. Und die Mosambik, mit der, über die muss man auch nicht wirklich viel zu sagen, die ist halt einfach leider nur mit 4 Schuss als Shotgun. Eigentlich ist sie ja eine Shotgun, die ist ja eigentlich keine Pistole, deswegen soll ich die vielleicht hier nicht aufzählen. Aber die RE45 hätte ich jetzt vielleicht gesagt, wobei der Rückstoß bei der auch mega krank ist. Versucht einfach, die Finger von Pistolen zu lassen, Freunde. Mehr kann ich nicht sagen. Außer ihr wollt unbedingt die Wingman lernen. Viel Spaß. Ihr könnt immer eine halbe Stunde, bevor ihr eigentlich Spiele startet, vielleicht mal am Trainingsgelände vorbeischauen. Vielleicht werdet ihr dann mit der Wingman irgendwann ein Aim-God und ihr rasiert alle weg. Falls nicht, würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon wieder mit diesem Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr in Zukunft keine Apex-Videos mehr verpassen wollt auf dem Kanal. Wie gesagt, Battlefield gibt es auch und Battlefield 6 wird das Riesenthema auf diesem Kanal in naher Zukunft, zumindest sobald es anfängt, News zu geben und heiß zu werden und wir da endlich mal was zu zeigen können. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut, bis dann und rein und wie immer, ciao, ciao.